Wir hören den Predigtext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut seines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus, vollende euch in allen Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Briefschluss dieses Hebräerbriefes. Deswegen klingt das so ein bisschen formelhaft und endet mit Amen. So verabschiedet sich der Schreiber von den Adressaten. Und es ist klar, worauf es hinausläuft, das wird hier deutlich gesagt. Er wünscht sich, dass die, die das lesen, und damit auch wir heute, Gottes Willen tun. Dass wir Menschen sind, die so leben, wie Gott es möchte. Und er gibt uns einige wertvolle Hinweise dazu, wie das gelingen kann. Wir sehen hier das Bild des guten Hirten, das Oberthema unseres Gottesdienstes, wie er seine Herde ein wenig beiseite lässt, denen geht es gut, und sich aufgemacht hat, das eine Schaf zu suchen, das sich verlaufen hat. Und nun steht er da mit offenen Armen und das Schaf muss nur noch springen und dann hat er es auf dem Arm und dann ist das Schaf gerettet. Und es geht ihm gut. Es gibt ja Pastoren, die laufen in bestimmten Zeiten mit solchen Fußballschälen rum und Schals, ne? Fußballschals rum. Und ich gehöre nicht zu denen, aber da ich etwas zu dieser Thematik sagen möchte, habe ich mal meinen HSV-Fanschal mitgebracht. Ein Schal der totalen Offensive des HSV, des christlichen HSV-Fanclubs. Sie haben vielleicht gehört, dass in der letzten Woche der HSV einen Geistheiler geholt hat. Jetzt im Abstiegskampf greifen sie um sich nach allen Hilfen, die sich ihnen anbieten. Und dann ist eben ein Geistheiler, ein Esoteriker, ein Zauberer, ein Magier eingeladen worden, um dort mit den Leuten irgendetwas zu machen. Gestern hat der HSV gegen Bayern 4:1 zu Hause verloren. Und ich will nicht behaupten, dass das damit zusammenhängt. Obwohl, ganz im Ernst, das ist ja eine Thematik, dass Menschen in Notlagen auch nach so etwas greifen. Nach etwas greifen, was ihnen scheinbar Hilfe gibt und was letztendlich eher ihre Not vergrößert. Ein Beispiel dafür, die Älteren unter uns werden das wissen, die sogenannten Kriegerwitwen. Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland ihren Mann als vermisst ansehen mussten, weil er nicht aus dem Krieg zurückgekommen war, aber sie keine Meldung darüber hatten, dass er gefallen war und die nun in einer großen Unsicherheit waren, lebt er noch oder lebt er nicht? Und oft war das ja auch mit großer finanzieller, wirtschaftlicher Not verbunden und Frauen überlegten, wieder zu heiraten, aber das natürlich nicht zu tun, wenn der Mann aus dem Krieg noch zurückzuerwarten war. Also eine große Not. Lebt er noch, lebt er nicht? Kann ich wieder heiraten? Kann es weitergehen oder warte ich noch? Und in dieser Notlage, die eine wirkliche, reale Not war, sind viele dann zu Kartenlegern gegangen, zu Wahrsagern gegangen und haben sich sagen lassen, was dieser Mensch meinte, ob der Mann noch lebt oder ob er nicht lebt. Die Bibel warnt eindrücklich davor.
Die Bibel sagt Wahrsagerei und das Nutzen der Dienste von Wahrsagern ist Sünde und schadet uns. Die Bibel sagt, das ist eigentlich Götzendienst. Ihr lasst euch auf Mächte ein, auf unsichtbare Mächte, die nicht von dem lebendigen Gott kommen, die nichts mit Jesus Christus zu tun haben, sondern die der Gegenseite zuzurechnen sind. Und das hat Konsequenzen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich am Anfang meiner Dienstzeit hatte mit einem Obdachlosen. Ich hatte ihn in mein Besprechungszimmer gebeten und habe ihn dann mal gefragt, wie sich sein Leben so entwickelt hat. Und dann erzählte er mir eine verblüffende Geschichte. Er sagte, ach, eigentlich war alles ganz gut. Ich hatte Arbeit, ich hatte eine Frau, ich hatte Kinder. Wir lebten ganz normal. Und dann war ich auf dem Jahrmarkt und da war so ein Wahrsagerwagen. Und da dachte ich, da gehst du doch mal rein und lässt dir sagen, wie deine Zukunft ist. Und er ist dann da reingegangen und ihm wurde gesagt, dass seine Frau ihn bald verlassen würde und dass seine Ehe also zerbricht. Und das hat er geglaubt. Und mit diesem Wissen oder mit dieser Angst ist er zurückgegangen. Und er sagt im Nachhinein, dann bin ich ein richtiges Ekel geworden. Das hat mich verändert, diese Begegnung. Einerseits habe ich meiner Frau nicht mehr richtig getraut und andererseits dachte ich, ich weiß ja doch, wie es ausgeht. Und dann ist die Ehe tatsächlich geschieden worden. Meine Frau hat mich nicht betrogen. Aber ich muss es ehrlich bekennen, ich bin so geworden, dass man mit mir nicht mehr zusammenleben konnte. Und meine Frau hat die Kinder mitgenommen und ich war alleine. Und ich habe gemerkt, was ich da gemacht hatte und dann habe ich angefangen zu trinken und dann bin ich irgendwie auf der Straße gelandet. Eine Begegnung, die dieser Mann gehabt hatte, die sein Leben zerstört hat. Und mittlerweile habe ich viele solcher Geschichten gehört, wo Leute meinten, in einer Notlage nicht anderes zu können oder auch mal etwas auszuprobieren, weil es ihnen so gut ging, dass ihr Leben zerstört oder zumindest maßgeblich negativ verändert hat. Wir haben eine Alternative. Wir haben den guten Hirten. Wir haben jemanden, der bereit ist, uns zu beschützen. Jemanden, in dessen Arme wir springen können, wie dieses Schaf, wenn wir in Not sind. Wir haben jemanden, der versprochen hat, wir haben Psalm 23 schon gehört, uns zu versorgen, sich um uns zu kümmern. Wir haben einen, der bereit ist, uns liebevoll zu leiten. Und ich bin der festen Überzeugung, wir Menschen sind so gebaut, dass wir einen guten Hirten brauchen. Ohne den leben wir falsch. Ohne den muten wir uns zu viel zu. So wie dieses Schaf sich zu viel zumuten würde, wenn es jetzt beidreht und sagt, nein, den guten Hirten brauche ich nicht, ich kletter lieber weiter auf diesem Berg. Mal gucken, was kommt. Der Pastor Wilhelm Busch erzählt eine Geschichte, die er erlebt hat. Er hatte das Hausmädchen, die gab es damals noch, eines Industriellen zu trauen. Sie war Kindergottesdienst-Mitarbeiterin. Der Industrielle steckte dem Pastor Busch für seine Jugendarbeit zwar ab und zu mal etwas Geld zu, war aber jemand, der klar sagte, ich glaube an gar nichts. Und dann hat dieses Mädchen geheiratet und der Pastor Busch hat die Trauung gemacht. Und die Kindergottesdienstkinder sangen in dieser Trauung ein Lied über den guten Hirten. Wie er für uns sorgt, wie er sich um uns kümmert, wie er uns auf den Arm nimmt und uns schützt, wie er uns wiederholt, wenn wir uns verlaufen haben, wie er uns lieb hat. Und dann lief die Trauung und dann ging das Brautpaar raus und die Gäste mit und gratulierten. Aber dieser Industrielle, der war sitzen geblieben.
Und Pastor Busch guckte ihn sich an und er merkte, der Mann weint. Und er setzte sich zu ihm und sagte, was ist Ihnen denn ums Herz? Und dann sagte dieser Mann, so einen guten Hirten, so einen guten Hirten brauche ich auch. So einen guten Hirten muss ich haben. Und dann hat Pastor Busch ihm erklärt, wie er Jesus kennenlernen kann und wie er auch einen guten Hirten bekommen kann. Und der Mann ist gläubig geworden. Jesus will unser Hirte sein. Und wir sind manchmal so doof wie dieses Schaf, das weggelaufen ist, aber er steht vor uns und sagt immer wieder, egal ob wir schon an ihn glauben, dann bedeutet dieser Sprung, wo er uns sagt, spring doch, komm doch in meine Arme, ich halte dich das erste Mal. Oder es kann sein in unserem Christenleben, dass wir uns verlaufen haben, dass wir uns verstrickt haben, dass wir müde geworden sind im Glauben, wo er sagt, egal, ich bin doch hinter dir hergegangen, ich bin doch da, spring wieder in meine Arme. Die Rede ist hier vom Hirten der Schafe in unserem Bibeltext und auch vom Blut eines ewigen Bundes, das dieser Hirte der Schafe vergossen hat für uns. Wir alle wissen, was hier gemeint ist. Jesus Christus hat seine Liebe zu uns vollendet, indem er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat. Seitdem ist die Tür offen zu Gott, weil einer stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Und das Ganze wird als ein Bund bezeichnet. Und wenn wir einen Bund, ein Bündnis hiermit vergleichen, dann bedeutet das, Gott hat seinen Teil dieses Bundes getan. Jesus ist für uns gestorben, er hat uns seine Liebe erklärt, die Tür ist offen. Die andere Seite ist, dass dieser Bund niemanden zu etwas zwingt, sondern dass nur Freiwillige dort eintreten können, Leute, die auch Ja dazu sagen können. Ich bin zu dick geworden. Letztes Jahr stellte ich fest, dass mein Ehering mir zu eng wurde. Und deshalb habe ich beschlossen, mir von meiner Frau zum Geburtstag, dass sie uns beiden neue Eheringe schenkt. Und so kam es dann auch. Hier ist er, mein Ehering. Kann man auch schön mit klopfen. Auf diesem Ehering, der natürlich das Symbol unserer Ehe ist, Sie wissen, Unendlichkeit. Bevor ich weiter erzähle, wissen Sie, was das Geheimnis einer guten Ehe ist? Ein 95-jähriger Mann, seit 75 Jahren verheiratet, mit seiner Frau auch noch mitten im Leben, jedenfalls lebendig. Und sie konnten erzählen, was sie zusammengehalten hatte. Wurde gefragt, sag uns doch das Geheimnis eurer langen Ehe. Wie habt ihr das geschafft, so lange zusammen zu bleiben? Und dieser Mann, 95 Jahre, sagte, gut, ich will Ihnen das Geheimnis sagen. Drei Worte sind es. Ja, mein Schatz. Verstehen Sie? Immer wenn seine Frau was von ihm wollte, hat er gesagt, ja, mein Schatz, ich mach das. Ja, mein Schatz, ist gut. Ja, mein Schatz. Und dadurch sind die beiden so lange zusammengeblieben. Das ist ein Scherz, so funktioniert es nicht. Eine Ehe beginnt damit, dass zwei Leute einander versprechen, miteinander leben zu wollen, bis dass der Tod sie scheidet. So wie der Bund mit Gott dadurch beginnt, dass er alles getan hat, ich habe das eben gesagt, und dass jemand sein Leben ihm anvertraut und sagt, ja, Jesus, ich will mit dir leben, du sollst mein Herr sein. So beginnt dieser Bund mit Gott. Und eine Ehe stirbt, wenn
dieses gegenseitige Versprechen alles gewesen ist. Eine Ehe braucht das Tägliche, braucht das Gespräch, braucht das Gemeinschaft miteinander haben, braucht es, dass man intensiv füreinander da ist. Ja, braucht es, dass man sich an den anderen hingibt, dass in schweren Zeiten klar ist, der andere hält zu mir. Das ist nicht nur ein leeres Versprechen gewesen, sondern er oder sie macht ernst damit. Eine gute, lebendige Ehe, die Zukunft hat, braucht es, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man in diese Beziehung investiert. So ist es auch mit dem Bund mit Gott. Da reicht es nicht, einmal sich bekehrt zu haben, einmal Ja gesagt zu haben. Da braucht es das Tägliche. Da braucht es die Gemeinschaft mit Gott, das Hören auf sein Wort, das Gebet, das Umsetzen dessen, was wir von ihm erkannt haben. Da braucht es die Gemeinschaft der Gläubigen, in der Glaube Realität wird. Ohne all das nützt die Entscheidung, die jemand vor 25 Jahren mal getroffen hat, nichts. Es trägt für das Leben nichts aus. Dieser Bund mit Gott muss genauso gelebt und ausgefüllt werden wie die Ehe. Mein letzter Punkt, Vers 21, ich lese ihn nochmal ganz. Vollende, also das Ziel ist, dass Jesus euch in allem Guten vollende, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit ihr seinen Willen tut. Ich habe es eingangs gesagt, darauf zielt dieser Vers. Wir sollen Gottes Willen tun. Nichts leichter als das, oder? Ich habe hier eine Taschenlampe. Diese Taschenlampe gehört mir. Und ich sage ihr, dass sie jetzt leuchten soll. Ich drücke auf den Knopf. Oh. Tut sie nicht. Also, liebe Taschenlampe, streng dich an und dann bitte ich dich inständig, und du gehörst mir, ich bin dein Chef, ich habe dich gekauft, bitte leuchte jetzt. Tut sie nicht. Sauerei, oder? Ich glaube, ja, schade, genau. Also, selbst wenn diese Taschenlampe wollte, ich verrate es Ihnen, die könnte gar nicht leuchten. Warum, sage ich Ihnen gleich. So ist es auch mit manchen frischen Christen. Wenn ein Mensch sich entscheidet, so jetzt mache ich ganze Sache mit Gott, jetzt lese ich die Bibel, dann tue ich nur noch das, was da drin steht, dann wird er ganz schnell eine Bauchlandung machen. Und dann wird er merken, das kann ich gar nicht. Liebe deinen Nächsten. Na, das kriege ich ja vielleicht noch hin, wenn ich nicht so genau hingucke. Liebe deine Feinde, boah, wer schafft das? Vergib Menschen, die dir wehgetan haben. Das kannst du nicht einfach, weil du es beschließt. Liebe Gott, können wir aus uns Gott lieben? Vielleicht können wir uns das eine Zeit lang einreden, aber dann merken wir können gar nichts. Wir konnten vielleicht in unserem alten, gottlosen Leben einiges aus eigener Kraft schaffen. Aber die Dinge, die im neuen Leben mit Jesus wichtig sind, seinen Willen, den können wir gar nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir nicht. Aber nun passen Sie auf. Sie merken, was ich tue? Ich stopfe hier eine Batterie rein. Und ich hoffe, es geht jetzt. Leuchte! Ja.
Also zu Hause ging's noch. Okay. Ja. Also einmal versuche ich es noch. Sonst müssen wir halt mit der Sinnbildlichkeit zurechtkommen. Sie sehen, es ist nicht alles so einfach im christlichen Glauben. Aber sie leuchtet jetzt. Sie leuchtet jetzt. Leuchte. Ja. Gut. Ganz witzig, aber ich mache das natürlich deshalb, weil ich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen möchte. Hier steht in diesem Vers ja nicht nur, damit ihr seinen Willen tut, sondern es geht weiter, indem er in uns schafft, was ihm wohlgefällig ist. Diese Taschenlampe kann nicht leuchten, wenn sie keine Batterie in sich hat. Sie kann sich zusammenreißen, sie kann die Hacken zusammenklappen, sie kann alles Mögliche tun, aber sie hat keine Chance. Und so ist es mit uns, liebe Schwestern und Brüder. Wir haben keine Chance, den Willen Gottes zu tun, wenn wir nicht ihn in uns haben. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Wenn wir nicht beten, Herr, ich kann das nicht, aber du kannst es. Bitte gib mir die Kraft dazu. Oder noch anders, ich kann es nicht, aber du kannst es, tu du es in mir. Ich gebe zu, ich bin zu schwach. Ich habe verloren, ich habe alles versucht, ich kann es nicht. Aber tu du es in mir. Gib du mir die Kraft dazu. Und wer das probiert, der wird das Wunder erleben. Der wird das Wunder erleben, dass die Taschenlampe brennt. Der wird erleben, dass er plötzlich eine ganz andere Kraft hat, um den Willen Gottes zu tun. Ohne ihn haben wir keine Chance. Mit ihm können wir seinen Willen tun. Und zwar nun nicht so, wie es bei dieser Taschenlampe ist, ein Klick und das ist alles perfekt. Es ist natürlich ein Prozess, es ist natürlich ein Wachstum, aber wir müssen ihn machen lassen. Und dann verändert er uns. Und wir werden immer mehr zu Leuten, die immer mehr seinen Willen tun. Jesus tut es in uns. Also, der Appell der heutigen Predigt, komm zum guten Hirten. Egal, wo du gerade stehst, es ist die Einladung zu einem gelingenden Leben, und die Einladung zum echten Glücklichsein. Das bezeugt die Bibel und das bezeugen Christen, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Und viele von ihnen haben das ja auch schon erfahren. Komm zum guten Hirten. Wenn es das erste Mal für dich ist, wenn du noch nie diesen Sprung gemacht hast, ganz zu sagen, Jesus, ich will dein sein, ich springe in deine Arme, sei du mein Chef, dann kannst du das tun, sogar heute. Wenn du an dieser Stelle stehst, dass du sagst, ja, ich habe doch mal mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe doch mal zu ihm gesagt, ja, ich will. Aber du hast dich verlaufen. Es ist langweilig geworden. Alte Dinge aus deinem Leben haben dich wieder runtergedrückt. Der Bund ist zwar geschlossen, aber du lebst ihn nicht. Dann fang heute an, diesen Bund wieder zu leben. Dann hab Gemeinschaft mit Jesus. Und du wirst merken, er ist immer noch da. Und er hält dich immer noch fest, wenn du in seinen Arm kommst. Und führe diesen Bund einfach fort. Und wenn du gespürt hast, ich wollte ja als Christ leben, aber mit dieser einen Sache in meinem Leben bin ich nicht zurechtgekommen. Und dann habe ich innerlich gekündigt und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube ja, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann komme ich ja wenigstens in den Himmel, aber umsetzen in diesem Leben kann ich nicht viel. Dann glaubst du bisher nur an den halben Jesus. Dann glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist und das stimmt, aber du glaubst nicht
oder es hat jedenfalls keine Realität in deinem Leben, dass er auferstanden ist und dass er dir Kraft gibt, dass er hier ist und dir in deinem Leben helfen will, seinen Willen zu tun, dann versuch es noch einmal. Und diesmal nicht aus eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Er will dir die Kraft geben, nach seinem Willen zu leben. Ohne ihn kannst du ja gar nicht, aber nimm diese Kraft in Anspruch, bitte ihn darum, er will sie dir gerne geben. Welchen nächsten Schritt der gute Hirte dich führen will, das frag ihn im Gebet. Und er wird es dir sagen. Und dann geh diesen Schritt. Amen. Beim jetzt folgenden Lied, 409, die Strophen 1 bis 8, erheben wir die Kollekte, die bestimmt ist für die Arbeit unserer Friedenskirche hier in Jenfeld. 409, 1 bis 8.